Rammgurke, Excel, Excel und Miguel. Guck mal. Oh mein Gott, Miguel Pablo und Excel wohnen im gleichen Haus. Excels neuer Nachbar, Miguel Pablo. Als ob Excel und Miguel Pablo im gleichen Haus wohnen. Sollen wir reingucken? Okay. Oh nee, Alter. Ich hab für dich geholt Big Mac. Machst du Big Mac? Eigentlich nicht, aber ich esse eigentlich. Also ja, ich muss noch kurz die Getränke essen, oder? Oder ja, ich hab doppelt Cheeseburger Pommes für dich. Ja, aber ich bin echt auf Diät. Ich wollte hier gerade Frischkäse fressen. Du brauchst ja nicht viel essen. Beiß einmal rein oder so und dann. Ja, okay, dann. Okay, schnapp ihn. Leute, ich komm gleich wieder. Ich esse auch nicht so viel, ich geh später Training, jo. Hey, was ist denn das für eine. Das hab ich ja niemals erwartet, dass die zusammen irgendwie in einem Video zu sehen sind. Hä? Das sind doch von komplett unterschiedlichen YouTube-Szenen, die da aufeinandertreffen, oder? Hä? Wir versuchen mal mit Dennis, kommen wir mal rein. Ich bin mal sehr gespannt. Hä? Ist es ein Zufall, dass wir im selben Haus eingezogen sind? Yo, Bros, ich bin's wieder, Dennis, Bro, und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ihr wisst ja schon, dass Miguel eine neue Wohnung hier in Berlin hat. Und wir sind gerade hier in Miguels Crib. Miguel ist hinter der Kamera, sag was, Bro. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Und Leute, ihr seht es schon am Titel. Ein anderer YouTuber, den ihr wahrscheinlich auch kennt, ist genau in dasselbe Haus wie Miguel gezogen. Einfach hier unter ihm. Aber aus Zufall oder weil die das abgesprochen haben? Zu krass, Freunde. Wir haben ihn einfach spontan getroffen hier. Was ist das denn? Für ein Zufall, als ob Miguel Pablo in dasselbe Haus eingezogen ist wie Excel. What? Das ist ja übel lustig. Okay, das finde ich schon übel lustig. Er ist gerade live in seiner Wohnung am Livestream. Ach, das war das. Das war der Livestream, den wir gerade gesehen haben. Wir haben gerade diesen Livestream gesehen. Und jetzt sehen wir es aus der Sicht von Dennis. Ihr du seht bist ihn. Der rennt. Ja, Mann. Miguel und ich waren eben bei Mc's und wir dachten, komm, wir haben übertrieben Hunger. Bestimmt hat Excel auch Hunger und wir gehen einfach zu ihm, überraschen ihn komplett, klingeln an seiner Haustür. Mal gucken, ob er unser Geschenk annimmt und uns reinlassen wird. Und ja, Freunde, lasst uns runtergehen. Let's go. Okay, Leute, wir klingeln jetzt an. Komm. Digga, das ist das neue YouTube-Haus. Das ist das neue YouTube-Haus, Leute. Das ist Mc's jetzt noch. Okay. Bei meinen neuen Nachbarn. Yo, Bro! Yo, Bro, was geht? Excel, Mann! Wir haben dir was mitgebracht. Ein kleines Geschenk. Kommt mal rein. Kommt mal rein. Als ob! Boah, was geht, Mann? Was geht, Leute? Lessons. Oh, Excel hat eine WoW-Collectors. Excel hat die Collectors in dich, also Excel hat die WoW-Spiele. Excel, Alter, jetzt bist du mir noch sympathischer. Was für ein Ehrenmann ist Excel, hat diese WoW-Spiele hier oben. Oh mein Gott, Excel, Alter. Du absoluter Ehrenmann, dass er seine WoW-Spiele hier aufgestellt hat. Excel. So. Leute, ihr wisst, wer das ist. Ja, wir haben jetzt das Haus übernommen, YouTube-WG. Das ist neue YouTube-Haus hier. Das ist echt so, ja. Das neue YouTube-Haus, Alter. Bro, ich hab dir echt was Leckeres mitgebracht. Doppelt Cheeseburger. Ehrenmann, aber ich bin auf Diät. Also ich werde jetzt einen essen und morgen den anderen. Auch stabil. Und das Lustige ist, Miguel wohnt ja über Excel. Und Miguel wohnt schon seit 9 Tagen hier. Und Excel erst seit 7 Tagen. Ihr habt Miguels Wohnung schon gesehen. Das heißt, Excel ist zu Miguel gezogen und nicht Miguel zu Excel. LOL, was für ein Zufall. LOL, Alter, ey, es ist einfach so lustig. Wie kann denn sowas passieren? Ihr habt bis jetzt eine Matratze, einen Gartentisch und 3 Gartenstühle. Und mehr nicht. LOL, und Excel wohnt erst weniger da und hat so seine komplette Wohnung schon eingerichtet. Und Excel wohnt seit 7 Tagen hier, also 2 Tage später nach Miguel. Und schaut euch einfach seine Wohnung an, wie eingerichtet die ist. Er hat schon ein riesiges Sofa, Lampe, Tisch. Also das Wohnzimmer habt ihr ja schon gesehen. Hier ist das Badezimmer. Das ist halt auch... Das ist wie Miguel. Da ist halt... Nur ohne Badewanne. Ja, Mann. Dusche, stabil. Okay. Ja. Was ist das noch hier? Hier ist mein Schlafzimmer. Hier es gibt einfach eine Roomtour von Excel auf dem Kanal von Superman Dennis. Oder heißt der jetzt Bro Dennis? Bro Dennis? Geschlechtsverkehr mit meiner rechten Hand. Hier ist dein Streamingzimmer. Ja, mein Streamingzimmer. Stabil. Boah, das sieht hier brutal aus. Brutal sieht das aus. Was hab ich von Case King geschenkt bekommen? Krank. Case King Ehrenmänner. Case King Ehrenmänner. Dennis hat so WoW
So viel WoW habe ich schon Dennis gespielt. Dennis ist der Zocker von uns beiden. Ich habe mir alle Sachen geholt und habe bis Level 8 gespielt, habe ich keinen Bock mehr. LOL, er hat nur bis Level 8 gespielt, aber hat die Sache trotzdem mir gestellt. Schlechtes Game ever. Was? Oh. Was ist das ernst? Excel, meinst du das ernst, Excel? Jetzt haben wir ein Problem, wir beide. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Mein Herz. Ansage kommt morgen. Hier ist der neue Playbutton, Freunde. Kommentiert mal, welchen ihr besser findet, den alten oder den neuen? Ich finde den neuen viel der fresher. Der neue sieht viel fresher aus, Mann. Ey. Ich find's so krass, ich könnte niemanden in meine Wohnung rein, wenn ich eine Wohnung irgendwo allein hätte, ne? Also wenn ich, also Excel ist so ein ordentlicher Mensch, das wird man gar nicht denken. Guck mal, Excel ist da in seinen Streams immer so richtig so saufen und so und auf den Bauch schlagen und so. Man denkt so, okay, der Typ, dem ist alles scheißegal. Aber seine Wohnung ist so sauber, wenn ich alleine wohnen würde, ich könnte niemanden spontan in meine Wohnung reinlassen. Wenn dann vor meiner Tür Miguel Pablo und Superman Dennis drin stehen würden, ich würde sagen, Digga, ihr könnt jetzt nicht filmen, weil meine Wohnung sieht immer aus wie ein Schlachtfeld. Ich kann, habe ein großes Problem mit Ordnung zu halten, weil mir ist immer alles übel, bei mir liegt immer alles rum und er konnte einfach, hat die Leute einfach in seine Wohnung gelassen und die haben an jedes Zimmer gefilmt und jedes Zimmer sah ordentlich aus. Übel krass. Also Excel ist übelst der ordentliche Mensch. Und sau, also ich muss sagen, das ist ein sau lustiger Zufall. Ich werde da auf jeden Fall nochmal öfters reinschauen. Mal gucken, was da noch so in Zukunft passiert bei denen, Alter. Gibt's jetzt Gangbang-Orgien, Alter.